Ja, und wer auch sehr tätig ist hier in Hamburg, da freuen wir uns sehr. Und das ist uns sehr wichtig, dass er hier bei uns ist. Das ist Dr. Christoph Bug vom Infektionsmedizin. Thomas. Entschuldigung, ich weiß das. Thomas Bug vom Infektionsmedizinischen Zentrum mit C Hamburg, abgekürzt nämlich ICH. Das ist eine große HIV-Schwerpunktpraxis, genauer gesagt zwei eigentlich. Ne? Also vom örtlich gesehen sind es zwei, aber ein großes Konstrukt mit ganz vielen HIV-Mediziner und HIV-Medizinern. Und Dr. Bug behandelt eine Zielgruppe, die oft unter den Tisch fällt. Wir reden hier die ganze Zeit davon, dass man heute mit HIV gut leben kann. Aber das gilt eben nur, wenn man auch Zugang zu den Medikamenten hat. Und es gibt immer noch auch in Deutschland Menschen, die das nicht haben, nämlich Menschen ohne Papiere, Menschen ohne offiziellen Aufenthaltsstatus. Die landen dann oft schwerkrank, oft todkrank bei Dr. Bug in der Praxis. Er hilft ihnen dann, muss dafür aber unter seinem ärztlichen Auftrag, seinem ärztlichen Eid nachkommen zu können, muss er oft gegen Wände laufen und bis sie irgendwann vielleicht nur Risse bekommen. Und er muss sogar Vorschriften missachten und dabei einiges riskieren, um diesen Menschen das Leben retten zu können. Dazu erzählt er jetzt selbst ein bisschen was und ich sag mal, das ist auf jeden Fall ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was es heißt, Teil der Lösung zu sein hier in Hamburg. Bitte. Ja, vielen Dank. Genau. Vielen Dank auch, dass ich hier mit eingeladen bin, auch zu dem Thema was zu sagen. Ich fand es nochmal auch beeindruckend, dass nämlich jetzt in Durban bei dem letzten Welt-AIDS-Kongress in meinem Bewusstsein das erste Mal Deutschland kritisiert wurde, nämlich kritisiert wurde dafür, dass der Universal Access in Deutschland, also nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland, nicht erfüllt wird, weil man gesehen hat, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die aus der Versorgung der HIV-Therapie ausgeschlossen wird. Und normalerweise redet man über andere Länder, weiß ich auch, über Nicaragua oder über Venezuela oder irgendwelche Länder, wo eben Menschen Probleme haben, die HIV-Therapie zu kriegen. Und dass aber auch bei uns es eine Gruppe gibt, das wird immer gerne ausgeblendet. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Nur dann kann es ja auch einen Schritt hin zu einer Lösung geben. Ich persönlich, ich bin Hamburger, ich bin jetzt hier seit über 20 Jahren als Arzt tätig, erst im UKE und seit jetzt schon über 12 Jahren auch in der Praxis und habe die ganze Zeit immer mit Politikern auch über das Thema geredet und sie haben sich auch im Gespräch, gerade wenn man in einer kleinen Gruppe war, auch immer offen für das Thema gezeigt, aber es hat bisher eben keine Lösung gegeben, außer warmen Worten gab es aber da keine weiteren Fortschritte. Und ich sehe ja auch, dass es schwierig ist. Es ist nicht irgendwie eine Behörde in Hamburg, sondern es sind eben viele Behörden. Es ist die Gesundheitsbehörde, es ist die Sozialbehörde, es ist die Innenbehörde, es ist noch das Ausländeramt und es ist also sehr, auch die Justizbehörde. Es ist sehr komplex und es gibt eben nicht einen Senator oder eine Senatorin, die da jetzt irgendwas Gutes bewirken kann, sondern es müssten sich alle zusammensetzen und das ist in der Politik, die sich da auskennen, die wissen das, wahnsinnig kompliziert. Das heißt, es müsste eigentlich zur Chefsache erklärt werden. Insofern müsste vielleicht Herr Scholz mal auch Teil der Lösung sein und sagen, wir müssen da wirklich einen Fortschritt hinkriegen und nicht immer nur über Jahre darüber reden und uns vielleicht auch mit verschiedenen Ärzten darüber streiten, weil es muss eben weitergehen. Das Interessante ist ja, es gibt ja nicht nur die HIV-Infektion, sondern es gibt ja auch zum Beispiel die Tuberkulose oder auch die Syphilis. Und es ist vollkommen klar, dass es keinen Menschen mit einer Tuberkulose hier in Hamburg geben darf, der aus dem Gesundheitssystem herausfällt. Das ist vollkommen klar und gibt es auch nicht. Jeder, der eine Tuberkulose hat, egal ob er Papiere hat oder nicht, hat Zugang zur Therapie und zwar völlig barrierefrei. Ich habe es erlebt, dass eine Afrikanerin vom UKE entlassen, die dort stationär war wegen der Tuberkulose, dann konnte sie ambulant behandelt werden, zu mir kam, eben ohne Papiere, ohne Versicherung, die habe ich zum Gesundheitsamt geschickt. Und sie ist zur Behörde gegangen und da ist sie monatelang hingegangen und sie ist ohne Papiere geblieben und es ist ihr nichts passiert. Sie hat sogar ihre Handynummer mit einer Mitarbeiterin dort ausgetauscht und ich weiß noch, wie sie einmal auch zu mir kam und vor Rührung geweint hat und gesagt, das gibt's doch gar nicht, dass man das alles so akzeptiert hier und dass man mich in Ruhe lässt. Und bei der Tuberkulose funktioniert es auch, bei der Syphilis geht es, ist auch klar. Jemand mit einer Syphilis, der behandelt werden muss, der darf ohne Therapie bleiben, nur weil er keine Papiere hat. Da gibt es Casablanca oder auch andere Stellen in Hamburg, da kann man barrierefrei hingehen und muss nicht fürchten, seine Anonymität zu verlieren oder abgeschoben zu werden.
Aber warum geht das bei HIV nicht? Bei HIV ist es eine andere Geschichte. Die Leute werden außen vor gelassen, obwohl sie sehr schwer krank werden können dann im Laufe der HIV-Infektion, die ja nicht behandelt wird. Es wird dann irgendwann bei Lebensgefahr doch eine Therapie geben. Die Identität wird aufgedeckt und das wird alles wahnsinnig viel teurer werden. Und es gibt ja auch dann das Risiko, dass die Infektion weiter verbreitet wird. Also es müsste genauso wie bei der Tuberkulose oder bei der Syphilis, auch bei anderen Erkrankungen, die ich jetzt nicht alle nennen will, muss es auch bei HIV die Priorität geben der Behandlung. Und zwar völlig egal, ob man Papiere hat oder nicht. Es darf kein Hindernis geben, weil jemand aus irgendwelchen persönlichen Gründen entschieden hat, dass er hier ohne Papiere weiterleben will, weil er Angst hat. Oder was mir auch Patienten dann sagen, dass mich sehr trifft und sehr beunruhigt, sehr traurig auch macht, das dann mitzukriegen, dass Patienten zu mir kommen. Gerade letzte Woche habe ich einen Südamerikaner erlebt, der kam verzweifelt, nachdem er bereits 2 Selbstmordversuche begangen hatte, die zum Glück eben nicht funktionierten. Hat es mir ausführlich erzählt, wie das alles war, damit wir sie jetzt hier nicht belästigen. Aber er hat eben keine Aussicht mehr gesehen. Er hat 200 Helferzellen, hat eine hohe Viruslast, hatte schon einmal wieder so Therapien organisiert bekommen, dann musste er wieder sie absetzen und hat überall Kapuschesarkome und er sagt, er will nicht zurück in sein Land. Lieber stirbt er und er will auch nicht ins Gefängnis, er will einfach weiter so leben, aber er sieht eben die Grenze, weil seine HIV-Infektion nicht behandelt wird. Jetzt habe ich mit Fluchtpunkt Kontakt aufgenommen, die da sehr hilfreich sind, von der evangelischen Kirche eine Stelle, die da mit Rechtsanwälten auch zusammenarbeiten. Ich habe einen Psychiater mit ins Boot geholt, der sich um ihn kümmert und ich denke, es gibt in dieser Situation vielleicht doch individuell eine Hilfe für ihn. Aber das ist eben das Komplizierte, man muss sich für einen Menschen wahnsinnig engagieren und wenn man es nicht tut, dann geht er eben auch leicht verloren und insofern will ich da auch noch mal einen Appell an die Politik richten. Es geht ja gar nicht um große Zahlen, es geht immer wieder bei der Politik dann irgendwann um das Prinzip. Und es muss einfach klar sein, wie bei der Tuberkulose, bei der Syphilis, es darf keine Bedingungen geben für den Zugang zu unserem Gesundheitssystem. Wir müssen eine Lösung finden für Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, eben außerhalb dieses Systems sind. Und sie müssen einen Zugang kriegen. Und da hoffe ich mir, dass Politik auch Teil der Lösung ist. Das Problem, um das vielleicht nochmal einmal klar zu machen, ist ja, dass Menschen, die mit HIV sich in eine ärztliche Behandlung begeben, die zwar in gewissem Maße bekommen, aber dass die behandelnden Einrichtungen dann zur Kostenerstattung sich an das Sozialamt wenden müssen und das Sozialamt wiederum verpflichtet ist, die Daten dieser Patienten an die Ausländerbehörde weiterzugeben. Das heißt, die Menschen gehen aus Angst vor Abschiebung nicht zum Arzt, bis sie unter Umständen todkrank sind oder sogar, manchmal kommt das vor, sterben. Wie löst denn du dieses Problem? Du müsstest das ja eigentlich wahrscheinlich auch machen, oder? Also ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich weiß, ich kann das nicht alleine lösen, sondern da brauchen wir eben das Netz in Hamburg und ich finde auch, dass es gut funktioniert. Es gibt ein Netz von verschiedenen Anwälten, Sozialarbeiter, auch die AIDS-Hilfe hilft dabei hier in Hamburg, so mit rechtlicher Beratung. Und klar, in der Situation, wenn der jetzt 10 Helferzellen hat, was eben leider auch mal vorkommt, dass jemand kommt mit einem katastrophalen Zustand, den kann ich nicht ohne Therapie wieder wegschicken. Und da ging es eben darum, dass ich auch gegen Vorschriften verstoße. Also ich darf ja als Arzt nur Rezepte schreiben, ich darf aber keine Medikamente an Patienten ausgeben. Ich habe kein Dispensierrecht, so heißt dieser Terminus technicus. Und in diesem Falle habe ich dann eine Notsituation und ich gebe dann doch zurückgegebene Medikamente an diese Patienten aus, damit sie erstmal einen Einstieg kriegen in eine Therapie. Aber es wird klar, dass ich nicht aus meinem Schrank eine jahrelange Therapie organisieren kann, zumal ich auch nicht immer die gleichen Medikamente habe, müssten wir wechseln. Das heißt, es ist erstmal eine Notlösung für 2-3 Monate. Wobei meine Erfahrung ist dann, wenn man die richtigen Schritte gegangen ist mit Hilfe von Rechtsanwälten, dass dann doch ein Aufenthaltsstatus, zumindest eine Duldung möglich ist und dass bisher, wenn Leute sich engagiert haben, dann auch ein Aufenthaltsstatus möglich war. Also ich hatte vor 2 Jahren eine Geschichte erzählt von einem Ghana, der zu mir kam in so einer prekären Situation. Der ist inzwischen im öffentlichen Dienst hier in Hamburg tätig. Ja, es ist wirklich verrückt, wie dann sich doch die Dinge gut entwickeln. Und nur das darf eben nicht dem Zufall überlassen sein. Und es ist ein viel zu ernstes Thema, als dass es hier auf das Engagement von einzelnen Menschen ankommt.
Gut, herzlichen Dank. Wer darüber mehr erfahren will, es gibt einmal die Geschichte von Thomas Brug auch in der Pressemappe. Wir haben das zum Teil einer Kampagne gemacht, und so wussten sie eigentlich Kampagne, und findet man natürlich online, aber auch in der Pressemappe nochmal mehr Informationen dazu und auch Links zu weiteren Informationen zu dem Thema.